Ich, Hildegard Frieda Albertina, geboren am 28. Dezember 1925, hatte ihr nicht viel Freude gemacht, der Mutter Frieda Auguste. Und alle fanden, ich hätte Talent und gaben mir Rollen, die das Programm nicht mal kennt. Von niemand ging's bergab. Berlin 1951. Zuerst freuten mich die riesigen Plakate auf Kinowänden, Litfaßsäulen, langmählig, naiv, wämpig, die Sünderin. Begeisterten mich die Premierenreisen von Hamburg bis Wien. Kurze Zeit später war aus dem Erfolg Verfolgung geworden. Dieser Film spottet der christlichen Moral und verhöhnt die Ehre unserer Frauen und Mädchen, wetterte Kardinal Briggs. Und mit ihm 51 weitere Pfarrer von ihren Kanzeln. Es wäre gut, jetzt auf einer Schulter einzuschlafen. Aber auf wessen? Ich bin zu müde, um schlafen zu gehen. Ich möchte noch ein wenig reden. Heute Abend um 20.30 Uhr geht der Vorhang auf. Überall in der Stadt hängen riesengroße Plakate mit meinem mir fremden Namen. Hildegard und Don Amici in Six Stockings. Jetzt wäre ich gerne überall, nur nicht hier. Eine Familie möchte ich haben. Ein Zuhause, Kinder. Meinetwegen ein Mann, der trinkt. Alles nur keine Premiere. When the electromagnetic of the female meets the electromagnetic of the he-male, you are attracted to me. Ob ich sie angezogen finde? That's right. Ja, das ist recht. Wie bitte? Keine gute Mutter? Also, diese Frage verbitte ich mir. Es hat alles einen Anfang. Es hört alles einmal auf. Und das, was dazwischen liegt, das ist der Lebenslauf. Aber schön war es doch, aber schön war es doch. Sowas möchte ich noch einmal erleben. Dabei weiß ich genau, von nun an geht's bergab. Komm, lass uns noch ein Liedchen singen. Wissen Sie, ich finde das Altwerden nicht so amüsant, weil man wird ja auch noch dämlich, ja, das ist ja das Schreckliche. Wenn man nun sagen könnte, gut, der Körper verschrumpelt, aber dafür kommen dann die großen Geistessprünge. Oder nicht, Käse. Da geht es ja dann wirklich nur noch um die Verdauung. Vor langer, langer Zeit, da lebte im Norden von Nebraska ein kleiner Indianerstamm. Der hatte eine Religion, die basierte nur auf einem einzigen Satz. Wenn man gestorben war, begegnete man einem Wesen, das einen fragte, wie viele Menschen waren glücklich, dass du gelebt. Sämtliche Wunder begegnen. Die Welt sollte sich umgestalten und ihre Sorgen für sich behalten. Für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten
ganz neue Wunder begegnen mich fern vom alten Neu entfalten von dem, was erwartet, das meiste halten. Ich will